Wenn du Fitnesstrainer bist, du hast deine Zertifikate gemacht und suchst nun nach einem Unternehmen, wo du als Fitnesstrainer arbeiten kannst, dann musst du Bewerbung schreiben. Worauf es ankommt, was wichtig ist, das erfährst du gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Online-Trainer-Lizenz-Podcast, ein Gespräch über Fitness und Ernährung. Lerne von Experten, wie du erfolgreich trainierst, dich richtig ernährst und typische Sportverletzungen vermeidest. Eine Bewerbung stellt in der Regel den ersten Kontakt von Bewerber und dem Unternehmen dar, welches womöglich eine Stelle online oder in Printmedien ausgeschrieben hat. Somit ist die Bewerbung auch gleichzeitig maßgeblich entscheidend für den ersten Eindruck und dieser ist bekanntlich sehr wichtig. Der Arbeitgeber erfährt neben den allgemeinen Daten zu dir und deinem Lebenslauf auch deine Motivation für die ausgeschriebene Stelle sowie deine Qualifikation. Nachfolgend wird zunächst der grundlegende Aufbau einer Bewerbung dargestellt und anschließend mit hilfreichen Tipps vertieft. Wichtig ist das Anschreiben. Das Anschreiben oder auch Bewerbungsschreiben ist das Aushängeschild deiner Bewerbung. Es bedarf einiger formaler Kriterien, jedoch wird hierbei der Kreativität keine Grenzen gesetzt, sodass du bereits im Anschreiben den Arbeitgeber von dir überzeugen kannst und solltest. Hauptbestandteil des Bewerbungsschreibens sollte deine persönliche Motivation für die ausgeschriebene Stelle sowie dein Mehrwert für das Unternehmen sein. Wenn der Personalleiter dein Anschreiben zum ersten Mal liest, muss er bereits fest von dir überzeugt sein und das Gefühl haben, dass du unverzichtbar für das Unternehmen bist. Dies erreichst du nicht, indem du typische Phrasen benutzt. Sätze wie Ich bin besonders kontaktfreudig werden nicht ausreichen, um von dir als Person zu überzeugen. Hinzu kommt, dass der Personalleiter diesen Satz bereits unzählige Male gelesen hat und nicht wissen kann, ob es ein leeres Versprechen ist oder deine tatsächliche Einstellung widerspiegelt. Viel besser wäre es, den Arbeitgeber mit wichtigen Ereignissen, gesammelten Erfahrungen oder besonderen Studienschwerpunkten von deinen sozialen Kompetenzen und deiner beruflichen Eignung für die Stelle zu überzeugen. Zunächst zu den Formalien. Entweder in der Kopfzeile oder rechtsbündig am oberen Rand deines Anschreibens sollte dein Name, deine Adresse sowie deine E-Mail sowie Telefonnummer angegeben werden. Linksbündig am oberen Rand befinden sich die Daten des Adressaten. Hierbei werden der Name des Personalleiters und die Anschrift des Unternehmens verschriftlicht. Darunter folgt eine, ein Betreff, in dem man seine Intention zur Bewerbung aufzeigt und gleichzeitig auf die Stellenausschreibung oder ein vorausgegangenes Gespräch bzw. Telefonat hinweisen kann. Formal solltest du außerdem mit einem freundlichen Gruß am Ende des Anschreibens zusammen mit einer handschriftlichen Unterschrift verbleiben. Danach folgen noch die Angaben, also dein Lebenslauf, Zertifikate und Zeugnisse, sodass die Vollständigkeit deiner Bewerbung gewährleistet wird. Neben den Formalien folgt nun der Hauptteil. Dieser ist etwas freier zu gestalten wobei es sich lohnt, einen gewissen roten Faden zu folgen. Üblicherweise beginnt man mit einer Einleitung nach der Betreffzeile. Diese startet mit der persönlichen Anrede des Personalleiters und einem kurzen Absatz über deine Motivation. Hierbei solltest du bereits von dir überzeugen können und Bezug auf die Stellenausschreibung und deine Ambition für den Beruf darstellen. Bitte sei dieser Stelle bereits kreativ und nutze nicht den verbreiteten Einstieg. Hiermit bewerbe ich mich, bei ihnen als wie auch immer. Nachdem du deine motivationalen Gründe in der Einleitung erläutert hast, folgt nun der Hauptteil, in welchem du nun von dir überzeugen musst. Du vermarktest dich und deine Kompetenzen, stellst deine größten Stärken dar und zeigst Besonderheiten aus deiner Erfahrung oder deinen Qualifikationen auf. Dies versuchst du nun im zweiten Teil des Hauptteils mit dem Unternehmen in Verbindung zu bringen. Du klärst das Unternehmen darüber auf, weshalb du dich für sie entschieden hast und wie du zukünftig unentbehrlich für sie werden wirst. Sei selbstsicher und zielgerichtet, bleib aber stets ehrlich und aufrichtig. Als Abschluss kannst du dich für die Stellenausschreibung und das Interesse an einer Bewerbung bedanken und mit dem Wunsch auf ein Vorstellungsgespräch verbleiben. An dieser Stelle kannst du auch auf Kontaktmöglichkeiten oder Terminvereinbarungen hinweisen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Lebenslauf. Der gibt dem Arbeitgeber ein kurzes, aussagekräftiges Profil des Bewerbers. Behalte dies im Hinterkopf, denn besonders im Lebenslauf sind große Abweichungen von der Norm nicht gerne gesehen. Dieser diente lediglich dazu, die Fakten über dich als Person und deines beruflichen Werdegangs darzustellen. Der Fokus sollte dabei auf Besonderheiten deines Lebenslaufes liegen. Optisch kannst du diesen Ansprechend gestalten, er sollte aber stets funktional und schlicht bleiben. Die tabellarische Form mit chronologischer Darstellung deiner Lebensereignisse hat sich durchgesetzt und ist gerne gesehen. Lücken im Lebenslauf werden nicht gerne gesehen, denn somit scheinst du etwas verbergen zu wollen. Achte also auf einen lückenlosen, formal korrekten und übersichtlichen Lebenslauf, bei dem Besonderheiten deines Lebens und deiner Auszeichnung herausstechen. Verbleibe mit deiner Unterschrift jedoch keinem Gruß oder Kommentaren. Ein Foto. Ein Bewerbungsfoto wird sehr gerne gesehen und kann einen positiven Eindruck beim Arbeitgeber hinterlassen. Dieses kannst du auf der ersten Seite des Lebenslaufes in der ersten Zeile einbauen. Wenn möglich, sollte die Bewerbungsfotos von einem Profi gemacht werden. Dieser wird dir weitere Details zum Größenformat und dem Erscheinungsbild mitteilen. Fakt ist, dass ein überzeugendes, ehrliches Lächeln von dir als Person mit sozialen Kompetenzen überzeugen kann. Bei digitalen Fotodateien solltest du auf eine hochwertige Auflösung achten. Die bereits entwickelten, ausgedruckten Bilder sollten diese fachmännisch mit Klebestift auf dem Lebenslauf angebracht werden. Wenn du mehr solcher Fakten haben möchtest, dann schalte auf jeden Fall auch in der nächsten Podcast-Folge ein, denn dort sprechen wir über das Vorstellungsgespräch. Das war der Online-Trainer-Lizenz-Podcast, der Podcast für alle Fitnessfans.